Halli, hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute die Premiere dieser neu erstellten Form. Das habe ich im vorigen Video oder in einem der vorigen Videos gezeigt, wie ich die erstellt habe. Und jetzt möchte ich dann was gießen. Ich habe mir wieder was Edles ausgedacht. In Rot und Lila im Prinzip. Das sind die Resin Inks Coral und Slate Grey von Stefanie Etter. Hier ist noch ein bisschen weiße Pigmentpaste mit drin. Und hier in dem Korall habe ich noch Chamäleon-Pigment gefunden. Das habe ich da mit reingemischt. Genau, dann legen wir eigentlich gleich mal los. Ich gebe hier außen rum das Chamäleon-Pigment-Gemisch. Hier auch etwas über den Rand drüber. Muss ja nicht alles immer in der Mitte hängen. So. Und dann gieße ich das auf mit dem Slate Grey. Und das Slate Grey ist eigentlich so ein lila Ton. So. Den Rest brauche ich noch. Dann habe ich hier noch zwei, drei Bläschen oben. Okay, also, dann geht's los. Ich habe mein Weißgemisch. Und gebe hier kräftig meine Blütenblätter rein. Immer, ups, Bögen, bin hängen geblieben. Immer Bögen machen. Technik ist von resincourses.com, von der Maika. Da könnt ihr gerne einen Kurs buchen. Ich kann euch zeigen, wie man das gießt, aber ich kann nicht, darf nicht verraten, wie das Mischungsverhältnis ist. Ich kann ja euch zeigen, was drin ist, wie die Resin-Inks und so weiter. Aber was wie angemacht wird, das ist geheim. Ihr könnt gerne einen Kurs bei ihr buchen. Ich habe auch einen Gutscheincode, wenn ihr da Lust drauf habt. Es gibt es in Englisch und Slowakisch. Sie hat ein Video gemacht. Und dann noch Beschreibung, wie viel von was wo reinkommt. Also man kann das sich schon aneignen. Und ja, bei uns kann man ja schauen, wie man es macht. Und bei ihr bekommt ihr das Rezept quasi. Da war eine Blase drin. So. Dann muss man einen Moment warten, bis sich das in die Mitte zieht. Diese Blase war jetzt total blöd. Na gut, es kann sein bei der neuen Form, dass das Silikon ist und nicht komplett, wie soll ich sagen, entlüftet ist das falsche Wort, aber vielleicht ist noch ein bisschen Feuchtigkeit drin, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall finde ich sie cool. Sie ist nicht perfekt. Das hätte es zu lange gedauert. Ich wollte hätte ich müssen den Rohling dann noch domen und so und die Kanten bearbeiten. Und das war mir jetzt zu viel, weil ich ja eigentlich zeigen wollte, wie ich das mache, wie ich eine Silikonform selber erstelle. Könnt es gerne ausprobieren. Könnt es dann selber noch perfekt machen. Aber fürs Zeigen war das doch vollkommen in Ordnung, glaube ich. So. Dann warte ich noch einen Moment, bis es nach innen geht. So, jetzt ist die Glitzerfrage. Was nehme ich denn für Glitzer? Jedes Mal das Gleiche. Ich sollte mal vorher schauen, was ich möchte. Das wäre viel einfacher. Aber ich glaube, ich nehme nochmal das Gleiche wie beim letzten Guss. Das ist hier Charcoal Grey Holo. Dann gebe ich eine kleine Menge hier rein. Und mische das schon mal vorher. Wenn ich aufgegossen habe, kann ich das in der Mitte leeren. Im Prinzip ist es ein schneller Guss, wenn man ein bisschen weiß, wie man es machen soll. Ja, man muss halt erstmal hier so für sich die Tricks rauskriegen. Vielleicht gelingt es auch auf Anhieb. Wer weiß. Nach dem Video könnt ihr es ja ausprobieren. Wir haben jetzt schon einige Videos hochgeladen. Wir, das sind die Petra Gerbracht, die Marion Richter und ich. Wir haben nämlich die Freigabe von der Maika von Resinkurses, dass wir das zeigen dürfen. Genau, also jetzt ist es mal so weit zugegangen. Ging schnell. Und dann
gebe ich das in die Mitte, den Rest. Ich habe das ja ausgemessen. Meine Form ist ausgelegt für diese Menge. Minimal hätte ich noch mehr reinmachen können. Jetzt habe ich das ganze Muster zerstört. Ich kann aber nicht glauben, dass es wieder was gibt. Aber das ist wirklich so. Das ist der Knaller. So, jetzt gucke ich mal, wo ich ungefähr die Mitte vermute. Da mache ich mein Glitzer rein. Bei meinem Prototyp habe ich es genauso gemacht mit dem Glitzer. Ich habe nicht am Boden entlang geschrammt oder so, aber es setzt sich halt doch noch ein bisschen, auch wenn es ein leichter Glitzer ist. Und dann hat es die Form ein bisschen beeinflusst. Aber seht ihr mal, ich habe es genau voll bekommen. Das ist genau richtig. Voll witzig. Voll schön. Freue mich natürlich. Ist ja klar. Eine individuelle Form. Ist nicht perfekt hier außen, aber das ist ja jetzt mal egal. Wichtig sind die inneren Werte, was rauskommt. Und ja, ich denke, das wird ganz gut. So, da habe ich das jetzt auch gleich beendet. Jetzt warten wir noch, bis es schließt. Das geht wirklich schnell, man kann richtig zuschauen. Das ist toll. Hier ist wieder eine große Blase. Manchmal ist es komisch, aber ich denke, das ist, weil es die Form, weil es aus dem Mal gegossen wird, bestimmt. So, jetzt wollte ich noch ein bisschen mal nach unten drücken. Kann man denn auch noch, das muss so ein bisschen nach innen schieben. Ja, mehr will ich gar nicht machen. Genau. Das ist gleich zusammen und dann kann ich noch einen Wirbel machen. Da ist auch ein Riesenloch entstanden. So witzig. Genau, es ist gleich zusammen. Und dann wirbel ich mal noch im Kreis rum. Das war's. Also gut, dann sehen wir uns zum fröhlichen Ausformen. Ich werde es nicht weiter filmen. Ihr seht, wie es geht. Ich habe das in anderen Videos schon gezeigt, wie sich das noch verändert. Aber ja, ich filme dann später drüber, wenn es ausgehärtet ist. Und dann seht ihr die Oberfläche, wie die sich noch hoffentlich verändert. Und dann freue ich mich aufs fröhliche Ausformen. Ciao, ciao. Ausformzeit. Jetzt ist es wieder soweit. Erste Mal ausformen in dieser Form. So gespannt, ob es funktioniert hat, ob es schön geworden ist. Wow. Mega. Seht euch den Schimmer an. Ich überlege es vorsichtshalber nochmal. Achso, ich wollte euch ja noch die Rückseite zeigen. Diese Spinnenweben, die immer da entstehen. Sind wunderbar. Cool. Also. Der erste Guss in der neuen Form. Mit dem Schimmer im Rot. Mega. Super. Also, es hat sich gelohnt. Ich habe jetzt zwar hier Bläschen, die kann man jetzt alle mal abschleifen und domen. Und dann vielleicht nochmal eine andere Form erstellen. Aber wir wollen es einfach testen in dieser Form, wie es rauskommt. Hat auf jeden Fall funktioniert, hat sich gelohnt. Und ja, wann halt doch noch mehr Drachenblumen kommen. Das macht mega viel Spaß, diese zu gießen. Genau, also das war's für mein Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Somit ist die Silikonform Erstellung und also ja der erste Versuch und dann das Abformen und so weiter erfolgreich abgeschlossen. Genau. Lasst mir gerne einen Kommentar da, einen Daumen hoch, wenn ihr mögt. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao!